sitze heute zu Hause in meiner Küche und ich habe mir gedacht, die Turniersaison beginnt jetzt langsam wieder. Also es sind überall schon sehr viele Turniere und auch die großen Springreiter reiten wieder ihre Touren. Und ich möchte mal ein bisschen was erzählen, wer meine Vorbilder sind und warum. Ich habe drei große Vorbilder. Und zwar sind das die Luciana Denise. Bei der Global Champions Tour in Wien durfte ich jetzt die letzten drei Jahre mitreiten. Und da habe ich jetzt 2016 sogar mal kurz mit ihr geredet. Und sie ist einfach extrem sympathisch, was ich cool an ihr finde. Das ist wirklich echt nett. Sie reitet einfach brutal gut. Ich mag ihren Stil extrem gerne. Und was mir auch auffällt, also es kommt mir zumindest so vor, dass sie mit ihrem Pferd extremst lieb umgeht und wirklich eine gute Verbindung mit ihren Pferden hat. Mein zweites großes Vorbild, das kennt sowieso jeder, Meredith Michaels-Baerbaum, die Amerikanerin, die für Deutschland reitet. Ich habe sogar beide Biografien von ihr. Ich habe sie, glaube ich, ungefähr jedes Buch 20 Mal gelesen. Ich mag ihren Stil vom Reiten her extrem gerne, halt auch mit den längeren Zügeln und so weiter, auch wenn es nicht typisch deutsch ist. Aber es hat irgendwie was Eigenes und es funktioniert. Und es gefällt mir extrem gut, dass sie halt auch ein bisschen individuell ist. Und ich habe auch sie schon getroffen, in echt und auch schon mit ihr geredet und sie ist mir extrem sympathisch. Also auch mit ihrem neuen Pferd und neu. Jetziges Top-Pferd, sage ich mal, Fibonacci, den finde ich extrem toll, der gefällt mir auch extrem. Und natürlich Shutterfly und Checkmate sind beides echt coole Pferde gewesen. Und jetzt die Bronzemedaille zu gewinnen für sie, war sicher extrem. Hier in ihrem Buch sieht man schon, als ich glaube, sie war damals 10 Jahre alt, da hat sie eben auf dieses Bild geschrieben, The Impossible Dream Made Possible. Und drunter steht Meredith Michaels Winning the Olympics on Boston Banker. Das war ihr damaliges Pferd. Und die auf dem Bild ist natürlich noch nicht sie zu sehen, sondern eine damals sehr berühmte amerikanische Reiterin, Hillary Ridland. Und da war sie, ich glaube, 10 Jahre alt und hatte schon, das war schon damals ihr Traum und sie hat es eben wirklich geschafft, das zu verwirklichen. Was vielleicht nicht alle wissen, Meredith Michaels-Baerbaum hat auch studiert in Amerika, also sie war echt gute Schülerin und Sportlerin. Und mein drittes Vorbild reitet nicht mehr. Also ist nicht mehr aktiv im Sport, aber er ist der erfolgreichste Reiter, der je bei Olympischen Spielen war. Die Rede ist von Hans-Günther Winkler. Ich habe von ihm auch das Buch und ich habe schon so oft gelesen, es wird schon langsam kaputt, weil ich es dauernd in der Hand habe, dauernd was drin nachschaue und so weiter. Ja, das Buch heißt Haller, meine Pferde und ich. Und es geht eben um ihn selber, seinen Weg vom, also sein Vater hat schon sehr viel mit Pferden zu tun gehabt. Und sein erstes Pony, das war so ein Schecke und der hat ihn immer wieder abgeworfen. Da ist auch ein Bild drinnen. Und das war so ein richtiges Pony, wie es im Buche steht, der Mickey. Und ja, das berühmteste und wichtigste Pferd in Hans-Günther Winkels Geschichte war auf jeden Fall Haller. Der außergewöhnlichste Erfolg von ihnen war auf jeden Fall der Gewinn der olympischen Goldmedaille in Stockholm. Winklers Siegesritt im zweiten Umlauf. Ich finde keinen Ausdruck, der seiner Leistung gerecht werden könnte. Sie wissen sicher alle, dass sich Winkler im ersten Umlauf am vorletzten Sprung einen Leistenbruch zugezogen hatte. Aber als er hier ritt, wussten es nur wenige Menschen im Stadion. Die es wussten, auf der Teilnehmertribüne, die konnten nicht hinsehen. Und mir, der ich von meinem Platz aus hören konnte, was für wütende Schmerzen Winkler haben musste, läuft bei diesen Bildern wieder ein kalter Schauer über den Rücken. Ich bin sicher, Halla wusste, was los war. Sie hat Winkler bis ins Ziel getragen. Dieses Pferd, wie kann man solche Treue lohnen? Und er ist für mich ein extremes Vorbild, weil, ich meine, gut, seine Familie war schon mit Pferden und so weiter, aber es war damals dann, es war der Zweite Weltkrieg. In der Nachkriegszeit ist er dann auch so geritten, was sehr wenige wissen. In Warndorf hat er selber eine große Anlage. Wenn man sich Aachen im Fernsehen anschaut, dann sieht man ihn immer wieder im Publikum sitzen. Dann freue ich mich immer. Das war's die Woche von mir. Ich wollte nur mal ein bisschen was über meine Vorbilder erzählen und warum sie das sind. Und ich kann euch die drei Bücher auf jeden Fall unten in der Infobox noch verlinken. Es sind alle drei wirklich empfehlenswert zu lesen. Und schreibt mir vielleicht, wer so eure Vorbilder sind und warum. Das würde mich echt mal interessieren und bis nächste Woche. Tschüss!